Natürlich spreche ich manchmal mit mir selber. Gelegentlich brauche ich halt auch mal eine kompetente Beratung. Etwa 50 Arbeiter und Arbeiterinnen waren in den Loren verteilt. Fast alle standen aufrecht. Einige unter den Männern mit entblößtem Kopfe. In ihrer aller Westen lag eine rätselhafte Feierlichkeit. Als sie des Wärters ansichtig wurden, erhob sich ein Flüstern unter ihnen. Die Alten zogen die Tabakspfeifen zwischen den gelben Zähnen hervor und hielten sie respektvoll in den Händen. Hier und da wandte sich ein Frauenzimmer, um sich zu schneuzen. Der Zugführer stieg auf die Strecke herunter und trat auf Thiel zu. Die Arbeiter sahen, wie er ihm feierlich die Hand schüttelte, worauf Thiel mit langsamem, fast militärisch steifem Schritt auf den letzten Wagen zuschritt. Keiner der Arbeiter wagte ihn anzureden, obgleich sie ihn alle kannten. Aus dem letzten Wagen hob man soeben das kleine Tobiaschen. Er war tot. Lene folgte ihm. Ihr Gesicht war bläulich-weiß, braune Kreise lagen um ihre Augen. Thiel würdigte sie keines Blickes, aber sie erschrak beim Anblick ihres Mannes. Seine Wangen waren hohl, Wimpern und Barthaare verklebt, der Scheitel, so schien es ihr, ergrauter als bisher. Die Spuren vertrockneter Tränen überall auf dem Gesicht, dazu ein unstetes Licht in seinen Augen, davor sie ein Grauen ankam. Auch die Tragbahre hatte man wieder mitgebracht, um die Leiche transportieren zu können. Eine Weile herrschte unheimliche Stille, eine tiefe, entsetzliche Versonnenheit hatte sich Thiels bemächtigt. Er wurde dunkler, es wurde dunkler. Ein Rudel Rehe setzte seitab auf dem Bahndamm. Der Bock blieb stehen, mitten zwischen den Gleisen. Er wandte seinen gelenken Hals neugierig herum, da pfiff die Maschine und blitzartig verschwand er samt seiner Herde. In dem Augenblick, als der Zug sich in Bewegung setzen wollte, brach Thiel zusammen. Der Zug hielt abermals und entspann sich eine Beratung über das, was nun zu tun sei. Man entschied sich dafür, die Leiche des Kindes einstweilen im Wärterhaus unterzubringen und statt ihrer durch den kein Mittel wieder ins Bewusstsein zu rufenden Wärter mittels der Bahre nach Hause zu bringen. Und so geschah es. Zwei Männer trugen die Bahre mit dem Bewusstlosen, gefolgt von Lene, die, fortwährend schluchzend, mit tränenüberströmtem Gesicht den Kinderwagen mit dem Kleinsten durch den Sand stieß. Wie eine riesige purpurglühende Kugel lag der Mond zwischen den Kiefernschäften am Waldesgrund. Je höher er rückte, umso kleiner schien er zu werden, umso mehr verblasste er. Endlich hing er, einer Ampel vergleichbar, über den Frost durch alle Spalten und Lücken der Kronen einen matten Lichtdunst drängend, welche die Gesichter der dahinter schreitenden leichenhaft anmalte. Rüstig, aber vorsichtig schritt man vorwärts, jetzt durch eng gedrängtes Jungholz, dann wieder an weiten, hochwaldumstandenen Schonungen entlang, darin sich das bleiche Licht wie in großen dunklen Becken ansammelte. Der Bewusstlose röchelte von Zeit zu Zeit oder begann zu fantasieren. Mehrmals ballte er die Fäuste und versuchte mit geschlossenen Augen sich emporzurichten. Es kostete Mühe, ihn über die Spree zu springen. Man musste ein zweites Mal übersetzen, um die Frau und das Kind nachzuholen. Als man die kleine Anhöhe des Ortes emporstieg, begegnete man einigen Bewohnern, welche die Botschaft des geschehenen Unglücks sofort verbreiteten. Die ganze Kolonie kam auf die Beine. Angesichts ihrer Bekannten brach Lene in erneutes Klagen aus. Man beförderte den Kranken mühsam die schmale Stiege hinauf in seine Wohnung und brachte ihn sofort zu Bett. Die Arbeiter kehrten sogleich um der Tobiaschen Leiche nachzuholen. Alte, erfahrene Leute hatten kalte Umschläge angeraten und Lene befolgte ihre Weisung mit Eifer und Umsicht. Sie legte Handtücher in eiskaltes Brunnenwasser und erneuerte sie, sobald die brennende Stirn des Bewusstlosen sie durchhitzt hatte. Ängstlich beobachtete sie die Atemzüge des Kranken, welche ihr mit jeder Minute regelmäßiger zu werden schienen. Die Aufregungen des Tages hatten sie doch stark mitgenommen und sie beschloss, ein wenig zu schlafen, fand jedoch keine Ruhe. Obgleich sie die Augen öffnete oder schloss, unaufhörlich zogen die Ereignisse der Vergangenheit daran vorüber. Das Kleine schlief, sie hatte sich entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit wenig darum bekümmert. Sie war überhaupt eine andere geworden. Nirgend eine Spur des früheren Trotzes.
Ja, dieser kranke Mann mit dem farblosen, schweißglänzenden Gesicht regierte sie im Schlaf. Eine Wolke verdeckte die Mondkugel, es wurde finster im Zimmer und Lene hörte nur noch das schwere, aber gleichmäßige Atemholen ihres Mannes. Sie überlegte, ob sie Licht machen sollte. Es wurde ihr unheimlich im Dunkeln, als sie aufstehen wollte, lag es ihr bleiern in allen Gliedern. Die Lider fielen ihr zu, sie entschlief. Nach Verlauf von einigen Stunden, als die Männer mit der Kinderleiche zurückkehrten, fanden sie die Haustüre weit offen. Verwundert über diesen Umstand stiegen sie die Treppe hinauf in die obere Wohnung, deren Tür ebenfalls weit geöffnet war. Man rief mehrmals den Namen der Frau, ohne eine Antwort zu erhalten. Endlich strich man ein Schwefelholz an der Wand und der aufzuckende Lichtschein enthüllte eine grauenvolle Verwüstung. Mord! Mord! Lene lag in ihrem Blut, das Gesicht unkenntlich mit zerschlagener Hirnschale. Er hat seine Frau ermordet, er hat seine Frau ermordet. Kopflos lief man umher. Die Nachbarn kamen, einer stieß an die Wiege. Heiliger Himmel! Und er fuhr zurück, bleich mit entsetztenstarrem Blick. Da! Da! Das Kind lag mit durchschnittenem Halse. Der Wärter war verschwunden. Die Nachforschungen, welche man noch in derselben Nacht anstellte, blieben erfolglos. Den Morgen darauf fand ihn der diensttuende Wärter zwischen den Bahngleisen an der Stelle sitzend, wo Tobias schon überfahren worden war. Er hielt das braune Pudelmützchen im Arm und liebkoste es ununterbrochen, wie etwas, das Leben hat. Der Wärter richtete einige Fragen an ihn, bekam jedoch keine Antwort und bemerkte bald, dass er es mit einem Irrsinnigen zu tun hatte. Der Wärter am Block, davon in Kenntnis gesetzt, erbat telegraphisch Hilfe. Nun versuchten mehrere Männer, ihn durch gutes Zureden von den Gleisen fortzulocken, jedoch vergebens. Der Schnellzug, der um diese Zeit passierte, musste anhalten, und erst der Übermacht seines Personals gelang es, den Kranken, der alsbar furchtbar zu toben begann, mit Gewalt von der Strecke zu entfernen. Man musste ihm Hände und Füße binden, und der inzwischen requirierte Gendarm überwachte seinen Transport nach dem Berliner Untersuchungsgefängnisse, von wo aus er jedoch schon am ersten Tage nach der Irrenabteilung der Charité überführt wurde. Noch bei der Einlieferung hielt er das braune Mützchen in Händen und bewachte es mit eifersüchtiger Sorgfalt und Zärtlichkeit. Ganz schön dramatisch. Kommen wir zur zweiten Geschichte. Der Ketzer von Saona. Reisende können den Weg zum Gipfel des Monte Generoso in Menderisio antreten oder in Capolago mit der Zahnradbahn oder von Bissone aus über Soana, wo er am beschwerlichsten ist. Das ganze Gebiet gehört zum Tessin, einem Kanton der Schweiz, dessen Bevölkerung italienisch ist. In großer Höhe trafen Bergsteiger nicht selten auf die Gestalt eines brilletragenden Ziegenhirten, dessen Äußerstes auch sonst auffällig war. Das Gesicht ließ den Mann von Bildung erkennen, trotz seiner gebräunten Haut. Er sah dem Bronzebildnis Johannes des Täufers, dem Werke Donatellos im Dome zu Siena, nicht unähnlich. Sein Haar war dunkel und ringelte über die braunen Schultern. Sein Kleid bestand aus Ziegenfell. Wenn ein Trupp Fremder diesem Menschen nahe kam, so lachten bereits die Bergführer. Oft, wenn dann die Touristen ihn sahen, brachen sie in ein ungezogenes Gebrüll oder in laute Herausforderungen aus. Sie glaubten sich durch die Seltsamkeit des Anblicks berechtigt. Der Hirte achtete ihrer nicht. Er pflegte nicht einmal den Kopf zu wenden. Alle Bergführer schienen im Grunde mit ihm auf gutem Fuße zu stehen. Oft kletterten sie zu ihm hinüber und ließen sich in vertrauten Unterredungen ein. Wenn sie zurückkamen, von den Fremden gefragt wurden, was das für ein seltsamer Heiliger sei, taten sie meist so lange heimlich, bis er aus Gesichtsweite war. Diejenigen Reisenden aber, deren Neugier dann noch rege war, erfuhren nun, dass dieser Mensch eine dunkle Geschichte habe und als der Ketzer von Soana vom Volksmund bezeichnet und mit abergläubischer Furcht gemischten zweifelhaften Achtung genieße. Als der Herausgeber dieser Blätter noch jung an Jahren war und das Glück hatte, öfters herrliche Wochen in dem schönen Soana zuzubringen, konnte er es nicht ausbleiben, dass er hin und wieder den Generoso bestieg und auch eines Tages den sogenannten Ketzer von Soana zu sehen bekam. Den Anblick des Mannes aber vergaß er nicht.